Boah, du musst auch, also eigentlich bin ich schwindelfrei, habe ich gedacht. Aber wenn man dann hier so rumläuft, ne, um die Höhe. Wow. Hallo zusammen. Ja, es wird noch gehämmert. Und zwar kommt jetzt gerade unser Dach vom Erdgeschoss hier fertig an sozusagen und zugleich der Boden des Obergeschosses. Und es ist wirklich ein ganz komisches Gefühl, hier zu stehen, während man es noch fixiert und teilweise eben noch nicht alles fertig ist. Ja, wie man sehen kann, sind hier jetzt die Balken noch nicht ganz zu Ende geführt. Insgesamt sind 3 Tage eingeplant. Heute ist der Tag 3 davon. Also denke ich mal, wir werden es heute fertigstellen. Und obwohl es jetzt richtig fest sein soll, hat man das Gefühl, oder ich zumindest, dass es nicht fest ist, aber es ist fest natürlich. Aber das ist wahrscheinlich nur so eine persönliche Sache, wenn man noch nicht den fertigen Boden so sieht. Aber rein theoretisch kann man hüpfen, alles ist gut, sollte halten. Jetzt sieht man auch schon, dass quasi der Boden des Obergeschosses auf die Garage ragt. Und es ist wirklich auch nur so ein kleines Stück, das sind so ungefähr 10 cm. Aber tatsächlich ist das Ganze dadurch stabilisiert. Wir haben das ja mit unserem Architekten geplant und die Statik ist absolut passend, hat er gesagt. Also von dem her vertraue ich hier allen. Wir sind ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 8 genug Leute auf dem Dach und es hält. Und es soll ja noch viele, viele Jahre halten. Also ich denke, für jeden Bauherrn mit Sicherheit auch was ganz Interessantes dann zu erleben, wenn dann zum ersten Mal das Dach drauf ist. Und dann geht es natürlich schon in 2 Tagen weiter. Dann kommt das Obergeschoss. Jetzt sehen wir hier den Boden vom Obergeschoss. Ja, der wird gerade noch festgehämmert. Ein paar Löcher sind noch hier. Ein Loch allerdings, das bleibt. Und das ist dieses große. Und jetzt fragen sich viele wahrscheinlich, warum bleibt dieses Loch? Was haben wir hier geplant? Wir planen hier tatsächlich einen Glasboden, über den man dann später laufen kann. Und jetzt momentan, wie ich noch die ganzen Löcher sehe und merke, dass es doch sehr hoch ist, hoffe ich, dass ich dann doch schwindelfrei bin und nicht selber Angst habe, über den Boden zu laufen. Aber das war ein ganz großer Wunsch. Wir wollten ein besonderes Feature am Haus. Und ja, genau hier am Eingang wird unser Glasboden sein. Und wir sind jetzt die Tage noch dabei, eben das Spezialglas auszuwählen, denn das muss natürlich auch jeden aushalten. Also die meisten Menschen haben ja 2 Reaktionen, wenn sie einen Glasboden sehen. Entweder sie trauen sich nicht drüber zu laufen, oder sie springen los. Und egal, was der Fall sein sollte, auf jeden Fall muss es stabil sein und das wird es auch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann ganz einfach bauwerk.tv abonnieren. Oder Belinda Gold natürlich folgen, ein Gefällt mir dalassen für uns. Oder gerne auch einen Kommentar. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach drunter oder schaut euch ein paar andere Videos an. Wir freuen uns auf euch.